aktivieren und das Gebiet scannen. Ja, und hallo und wieder zurück und ja, sowieso und blub, blub, blub. Ja, David, wieder zurück zu unserer lieben Dame. Ja, du sollst das Gebiet kennen, dann machen wir das doch mal. Oh, krass. Datenkonsole, holographische Standardzugriffspunkt. Wer bist denn du? Klar, wissen wir ja. Okay, ach, das bleibt, da muss ich nicht die ganze Zeit gedruckt halten. Das ist gut. Oh, warte, warte, warte. Eine Vorratskiste. Ich glaube, ich kann den Zugwerfer benutzen. Dass sie nicht alles sieht? Okay, kann ich mich ganz umdrehen? Oh ja, das geht sogar. Wunderbar. Okay, den Zugwerfer. Lass es dann mal hochstellen. Ich sollte den Fokus aktivieren und das Gebiet scannen. Haben wir doch schon. Das haben wir doch gerade. Was? Wieso? Warum? Nochmal. Wir haben doch schon gescannt. Warte mal, kann ich die runterholen? Schießen funktioniert nicht. Habe ich auch gemerkt. Funktioniert auch nicht. Wo ist denn diese Kiste? Kiste! Oh Gott, jetzt gehen wir erstmal auf das Hologramm. Was ist das? Ein Impuls von meinem Fokus wird dir nicht reichen. Ich sollte das Gebiet scannen. Wow, guten Morgen. Ich bin Oswald Dalgard. Und es ist mir eine Freude, Ihnen Farsinef vorzustellen. Vergessen Sie, was Sie über uns zu wissen glauben. Unsere Wahrheit ist simpel. Unser Motto, greifen Sie nach den Sternen, selbst wenn Sie dafür 8,6 Lichtjahre lang durchs All reisen müssen. Bitte gehen Sie ins Auditorium, wo wir unsere Pläne offenlegen. Okay. Was wohl in diesem Auditorium ist? Eine gute Frage. Wir werden es sehen. Warum muss ich die ganze Zeit hier scannen? Ich habe doch schon gescannt. Oh, vielleicht komme ich da hoch. Ah, deswegen. Okay, ist jetzt gut gescannt? Nein, noch nicht gut gescannt. Ich glaube, ich mache was falsch. Ja. Das funktioniert nicht. Was? Springe und tippe X? Oh mein Gott. Wow, hat geklappt. Der Zugwerfer ist nützlich. Schade, dass es nur einen gibt. Keine Angst, wir suchen dir einen anderen Weg. Ja, genau. Okay. Was? Um den Greifhaken zu nutzen, gehe in die Reichweite und tippe X. Hab ich doch schon. Zack. Da muss man ganz schön viele Tasten hier drücken. Das geht nicht. Und springen bringt auch nichts. Verstehe ich nicht. Zack, Greifhaken. Geht nicht. Und das mit dem Springen funktioniert auch nicht. Ja, dann macht sie vor allem einen Pfeil draus. Das will ich doch gar nicht. Drüber springen kann ich nicht. Uah! Hallo, ich bin wieder da. Hallo, hier bin ich wieder.
Also irgendwie habe ich es nicht raus. Wie habe ich das denn gemacht? Hallo, willst du mich veräppeln? Zack. Um den Greifhorn zu benutzen? Verdammt. Geh in Reichweite. Springe und drücke X. Aber ich drücke ja schon X, um zu springen. Oh Leute, das ist aber... Also, das ist aber kompliziert. Habt ihr euch da nicht was Einfaches einfallen lassen können? Boah. Da musst du aber ganz schön Tasten drücken hier. Es ist nicht einfach. 5 Tasten gleichzeitig drücken. Oh Gott. Tippe beim Bewegen L3 an, um zu springen. Tippe. Oh Gott. Okay, ich muss die Leiter für Wahl runterlassen. Also das mit dem... Danke. Mit dem Haken, das wird noch interessant. Das ist nicht so einfach. Ich glaube, das ist ganz schön eine Gewohnheit. Kommst du? Ja, Wahl? Ah, da. Gut. Menschen, Homo sapiens, wir haben die Grenzen immer getestet, als Entdecker, Pioniere, Wegbereiter. Und jetzt macht Phar-Zenith einen Sprung in die Zukunft. Daher sind wir stolz, der Odyssee neues Leben eingehaucht zu haben. Phar-Zenith braucht für das, was unsere Regierungen schon in der Umlaufbahn abgeschrieben haben, weniger als ein Jahrzehnt. Doch das ist erst der Anfang. Wenn das Schiff fertig ist, reist die Odyssee mit ihrer Crew an einen Ort, wo noch niemand vorher war. Das Sirius-System. Dort wird die erste Kolonie der Menschen im All entstehen. Die Odyssee braucht 300 Jahre für die Reise. Doch wann immer wir in den Nachthimmel schauen, wissen wir, dass sie unterwegs ist. Und in den Worten unseres Gründers, dem verstorbenen Peter Jivumbe: Die wahre Natur der Unsterblichkeit ist... Daten beschädigt. Wiedergabe angehalten. Die Alten konnten in den Himmel fliegen? Zu den Sternen? Also, ja, quasi. Das Schiff, die Odyssee. Sie ist nie am Ziel angekommen. Etwas lief schief und sie ist explodiert. Gab Elizabeth Ihnen deshalb ein Backup von Gaia? Für die Kolonie? Fehler. Präsentationsdatei beschädigt. Rekrutierungsdatei für Mitglieder verfügbar. Möchten Sie sie reaktivieren? Ja, reaktivieren. Mal sehen, was Sie sonst noch sagen. Wir alle kennen die Prognosen. Wirtschaftliche Instabilität, neue Infektionen, defekte KIs. Wie lange wird es dauern, bis eine Katastrophe die Elite in zu große Gefahr bringt? Wir bei Phar-Zenith glauben dem Unvermeidlichen zu entkommen. Also greifen wir nach den Sternen. Sie haben gesehen, was wir hier aufbauen. Die Infrastruktur für den Bau der Odyssee. Ein hochmodernes Rechenzentrum, das technologischen Fortschritt vereinfacht.
Und Sie haben gesehen, wie wir die öffentliche Wahrnehmung steuern. Seien Sie dabei und investieren für Ihre Koje auf der Odyssee. Erhalten Sie Ihren Lebensstil überall, auch jenseits der Erde. Ja, den Untergang der Welt sahen Sie schon. Aber Sie sahen noch nicht, wie. Also war alles, was Sie damals über den nächsten Schritt der Menschheit sagten, eine Lüge. Diese Leute wollten nur ihre eigene Haut retten. Tja, aber es klappte am Ende nicht. Dieser Oswald sprach von einem Rechenzentrum. Da, das Backup. Das sollte da drin sein. Da kann ich nicht drüber schwimmen. Dann müssen wir außen rum. Komm schon. Sieht nicht so aus, als kämen wir hier über den Fluss. Wir finden einen Weg. Gehen wir weiter. Okay. Sehen schon aus wie eine Space Shuttle. Ich glaube, dass die Alten fliegen konnten. Sie konnten enorm viele Dinge. Gute und schlechte. Sieht ganz so aus. Vor allem schlechte. Was da oben wohl ist? Zwischen den Sternen. Ach, guck mal, es ist hier... Ah, die Leute konnten sich hier hinsetzen und dann denke ich mir, Start. Das ist schon ein Space Shuttle hinten hier. Das sind Rampen zum Starten, ne? Und konnten dann zugucken. Und konnten dann zuschauen, wie die Schiffe in den Himmel starten. Ja, schaut so aus. Hallo? Hier ist alles völlig zugewachsen. Tja. Normal? Nach tausenden von Jahren. Oh je, nein, nicht schon wieder. also den. Nein. Vielleicht kann mein Fokus hier helfen. Ja, vielleicht kann... Angeberin. Oh. Ja. Was ist das denn, eine Zwiebel? Ich sehe nichts. Kühlsaft, Maschinenmuskel, Metallscherbe. Ich denke, wir müssen wieder... Da rein in die unheimliche Ruine. Ja, alles mit dem Haken und Ziehen, das muss ich noch lernen. Das da bin ich. Das klappt noch. Oh, über uns. Was ist denn das? Ich weiß nicht. Das könnte die Osseram getötet haben. Sei auf der Hut. Das ich schaut, bin immer auf der Hut. Das schaut groß aus. Das sah sehr groß aus. Ein großer Wurm. Ein großer Technowurm. Ih, geh weg. Hier hoch. Vorsichtig. Wir wollen nicht, dass diese Dinger nach Hilfe von unten rufen. Leise. Nimm du den linken. Ich übernehme den da rechts. Okay. Okay, klar. Ich rücke vor. Ich muss mich anschleichen und ihn mit meinem Speer ausschalten. Er darf mich nicht sehen. Ich sollte erst scannen. Den Patrouillenweg prüfen. Okay. Da ist sein Patrouillenweg. Ich muss näher ran. Und versteckt bleiben. Ich kann zur Ablenkung einen Stein werfen. Ihn in eine Position bringen, in der ich mich anschleichen kann. Okay, was ich alles kann? Nur den richtigen Moment abpassen. Das ist ja. Und jetzt werfen.
Mist! Entdeckt! Was ist jetzt los? Ich rücke vor. Ich muss mich anschleichen und ihn mit meinem Speer ausschalten. Was? Ich darf mich nicht sehen. Ich sollte erst scannen. Den Patrouillenweg prüfen. Okay, sie dürfen uns also nicht entdecken, ne? Näher ran. Und versteckt bleiben. Okay, das ist jetzt nicht das Problem. Ich kann zur Ablenkung einen Stein werfen. Ihnen eine Position bringen, in der ich mich anschleichen kann. Ich muss nur den richtigen Moment abpassen. Nicht so einfach hier. Und jetzt werf. So. Jetzt kann ich ihn mit dem Speer ausschalten. Okay, wie? Okay. Mist, entdeckt! Hä? Ja, rück du mal vor, ist schon okay. Wie schalte ich dich denn mit deinem blöden Speer aus? Patrouillenweg prüfen. Okay, da ist dein Patrouillenweg. Ich muss näher ran und versteckt bleiben. Okay, das ist nicht das Thema. Ich kann zur Ablenkung einen Stein werfen. Steinwerfen ist auch okay. Aber der ich Typ da oben. Den richtigen Moment abpassen. Und jetzt werfen. So. Jetzt kann ich ihn mit dem Speer ausschalten. Wie? Helf mir doch mal. Ich weiß nicht mal, wie ich das mache. Ey, Leute. Hallo? Könnt ihr mir mal alle sagen, wie ich das mit dem Speer mache? Mich anschleichen und ihn mit meinem Speer ausschalten. Ja, das wissen wir alles. Das ist alles gut. Das ist alles toll. Bin auf Position. Es kann losgehen. Mist! Entdeckt! Okay. Ich muss mich anschleichen und ihn mit meinem Speer ausschalten. Er darf mich nicht sehen. Ich sollte erst scannen. Den Patrouillenweg prüfen. Bin auf Position. Es kann losgehen. Zur Ablenkung einen Stein werfen. Ihnen eine Position bringen, in der ich mich anschleichen kann. Ich muss nur den richtigen Moment abpassen. Und jetzt werfen. Habe ich schon. Und was mache ich jetzt? Mist! Entdeckt! Ich weiß nicht, wie das geht. Ich rücke vor. Was soll der Scheiß? Ich muss mich anschleichen und ihn mit meinem Speer. Ey Leute, das ist totale Kacke. Ich kann mich nicht sehen. Ja, das ist ja alles toll und schön. Den Patrouillenweg prüfen. Ja, das wüsste ich. Weiß ich. Näher ran und versteckt bleiben. Ich bin auf Position. Es kann losgehen. Das ist ja toll. Das freut mich. Ich kann zur Ablenkung einen Stein werfen. Ja. In eine Position bringen, in der ich mich anschleichen kann. Ich muss nur den richtigen Moment abpassen. So. Jetzt kann ich ihn mit dem Speer ausschalten. Wie denn? Sag mir doch mal bitte, wie das gehen soll. Mist!
Ey, jetzt wird's langsam langweilig. Ich rück vor. Ja, ich weiß, du rückst vor. Ich muss den Patrouillenweg auskundschaften. Alles sehen. Gut, ich muss einen Stein werfen und dann muss ich entdeckt werden und dann fangen wir wieder von vorne an. Bin auf Position. Ja, schön. Ich auch. Ich kann zur Ablenkung einen Stein werfen. Ihn in eine Position bringen, in der ich mich anschleichen kann. Ich muss nur den richtigen Moment abpassen. Oh, Leute. Und jetzt werfen. So. Jetzt kann ich ihn mit dem Speer ausschalten. Kannst du nicht, weil er mich entdeckt. Aber ich habe ihn doch erwischt. Was soll denn der Scheiß? Ich muss mich anschleichen und ihn mit meinem Speer ausschalten. Er darf mich nicht sehen. Ich sollte erst scannen. Den Patrouillenweg prüfen. Bin auf Position. Ja. Ich kann losgehen. Schön. Dann machen sie jetzt zum 10. Mal. Ich kann zur Ablenkung einen Stein werfen. Ja, dann werf doch. In eine Position bringen, in der ich mich anschleichen kann. Ja, ich weiß. Ich muss nur den richtigen Moment abpassen. Das weiß ich auch. Was zitterst du denn so? Und jetzt werfen. So. Jetzt kann ich ihn mit dem Speer ausschalten. Ja, ich weiß noch nicht, ob das klappt. Das hat die ganze Zeit schon nicht geklappt. Meiner ist auch erledigt. Oh Mann, es wäre so einfach. Und wir haben so lange jetzt gebraucht. Ist das Bescheuerte. Total albern. Total albern. Warum nimmt er nichts mit? Zu faul. Ich muss wieder alles tragen. Da sind noch mehr Maschinen. Wir beide sind dem gewachsen. Ja, das haben wir ja gerade gesehen, wie wir denen gewachsen sind. Geh weg da. Gott, Leute. Ich folge dir. Da ist noch einer, oder? Da unten. Ich gebe dir Deckung. Weil was ist bereit? Mann, das war jetzt gerade echt albern. So, jetzt lassen wir den mal herkommen. Wir können uns hier nicht sehen, nicht im Gras, oder? Nicht, dass sie uns jetzt hier im Gras aufspüren. Bist du bereit dafür? Ja, jetzt warte doch mal kurz. Jetzt weiß ich nämlich, wie das geht. Das bin ich nämlich toll. Das bin ich nämlich super. Warte. Das geht nämlich ganz einfach. Schau. Was habe ich mich denn so angestellt vorher?
So total simpel. Pille, Palle, Pulle. So, ich schaue jetzt gerade mal hier. Ah, genau. Ob es hier noch Heilpflanzen gibt. Da ist noch einer. Hier sind aber viele. Brauche nicht mal scannen hier. Runter ins Gras. Dann gehört er uns. Da kommt er. Na komm, mein kleines Maschinchen. Na komm. So. Alle erledigt. Was ich sagen wollte, du scheinst einen neuen Look zu haben. Ja, ich weiß. Ich hatte nicht viel Zeit, mich zu rasieren, als ich dir hinterher bin. Keine Angst, das ist nicht dauerhaft. Gut. Entschuldige, dass mein Schnurrbart dich beleidigt hat. Gut. Gut. Die Plage hat wohl das arme kleine Ding hier erwischt. Es konnte nicht weg. Ich hoffe, es hat nicht gelitten. Sie mag also keine Bärte. Versteh. Kann man das hier gebrauchen? Nee, kann man nicht. So, ein Feuerchen. Können wir da nicht irgendwie speichern? Na gut. Das ist kein Lagerfeuer anscheinend. Die Wasserer müssen Sprengstoff gegen Maschinen eingesetzt haben. Ein paar haben sie erwischt. Ich weiß noch nicht, für was ich das alles gebrauchen kann. Mal schauen, wie viel ich überhaupt tragen kann, bis er irgendwann mal sagt, das war's dann. Jetzt warte mal, genau, das haben wir noch gar nicht geguckt hier. Guck mal, eine Karte. Unsere Fähigkeiten, das haben wir noch gar nicht angeschaut. Kriegerin, Fallenstellerin, Jägerin, Überlebende, Eindringling, Maschinenmeisterin. Ach du Kacke. Okay, hier ist unser Inventar. Waffen. Komme ich da irgendwie hin? Ah, so, okay. Alter, da ist nochmal eine Spulen bearbeiten. Wähle einen Spulenplatz zum Modifizieren. Ist noch gesperrt. Okay. Das ist unser Speerchen. Outfits. Okay. Oh mein Gott, guck mal, wie viele Sachen es da gibt. Gegen Säure, Löschwasser, Schock, Frost, Feuer, Stoß, Abriss, Nahkampf. Oh mein Gott. Plasma. Je. Werkzeuge, Munition, Rohstoffe. Okay, das ist das, was wir jetzt alle schon hier gesammelt haben. Eins von 250. Okay, wir können richtig viel mitnehmen. Alte Metallauge. Zu verkaufende Wertgegenstand. Ah, sehr selten. Ah, okay. Ein abgenutzter Teil Schrott aus der alten Welt, das beim Verkauf an Händler einen guten Preis einbringt. Schlüssel. Alte Klein... Was? Klangspiel. Altes Klangspiel. Nein, man nennt es auch Schlüssel. Altes helles Armband oder Uhr genannt. Okay, das kann man also alles verkaufen. Gräber. Okay. Ausdrucks- und Abkürzungen ungewöhnlich. Kleiner Maschinenkern. Robuste Panzerplatte. Ausrüstung. Munitionsstoffe. Kühlsaft. Maschinen. Ach, das sind Maschinenmuskeln. Ich dachte, das ist eine Zwiebel. Und Reinholz. Da können wir schon gar nichts mehr aufnehmen. Okay, also wir haben genug Pfeilzeug aufzunehmen. Und da können wir 24 Bärensträucher aufnehmen. Verstehe. Okay, Spezialausrüstung. Das ist unser Haken. Alles klar. Quests. Ach du Schande, Leute. Guckt euch das an. Das ist ganz schön viel. Aktiv. Zielprotokoll. Okay. Hauptquest, Nebenquest, Aufträge, Aufgaben. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele unterschiedliche. Und wir haben noch ein Notizbuch.
Fortbewegung, grundlegende Bewegung. Komme ich da rüber? Ah, ich muss nur wählen. Ah, da kann ich jetzt hier. Aha, mhm. Fokus, Impuls, klettern. Ach du Scheiße. Sprung zwischen. Hei, Leute. Das ist aber ganz schön viel. Unter Wasser, Schnellreisen gibt es auch noch. Grundlegende Taktiken. Okay, das muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Es ist ja Wahnsinn. Das ist ja der totale Wahnsinn. Haben wir den schon durchsucht? Ja, haben wir schon. Puh. Hier war wohl eine Barrikade. Die Maschinen haben sie durchbrochen. Das ist für später. Okay. Der Osseram konnte ihn wohl nicht mehr nutzen. Ganz schön dunkel hier. Vorsicht, da sind Fallen. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Kann ich drauf schießen? So, ein paar Sachen für später erbeutet. Pass auf, dass du nicht hochgehst. Und mehr Sachen bekommen. Die Luft rausgeht. Sieht nach noch einem Lager aus. Vielleicht könnten wir hier selbst ein paar Fallen bauen. Könnte nützlich gegen die Maschinen sein. Gute Idee. Okay, halte zur Herstellung einer Sprengfalle. Gedrückt, um deine Jägerausrüstung zu öffnen und navigiere zur Sprengfallenherstellung. Oh, ich habe nicht die richtigen Sachen für eine Falle. Anscheinend haben die Osseram Maschinenteile abgeschossen. Da sollte ich genug Materialien kriegen können. Sprengpaste. Okay, wir brauchen Sprengpaste. Ich habe einen Stein. Was ist das denn? Kleiner Gesundheitstrank. Wildschwein. Okay, den kann man auch herstellen. Da brauchen wir Wildschwein dazu. Sprengfalle können wir nicht. Okay. Warte, können wir mal scannen hier. Was war das für ein Geräusch? Nehmen wir mit. Da war dann noch was. Genau. Okay. Ja, es braucht noch ein bisschen. Es ist schon ziemlich umfangreich. Das ist nützlich. Das freut mich. Da ist was. So dunkel hier. Okay, ich habe jetzt alles für eine Falle. Aha, herstellen. So, Sprengfalle fertig. Wenn irgendwas auf die drauf tritt, ist es ganz schnell vorbei. Springe und tippe X an, um dich an einen Greifhang zu machen. Ich glaube, hier geht's hoch. Ach, jetzt habe ich es auch kapiert. Guck mal. Was war los? Hui. Okay. Ich brauche das gar nicht erst auswählen, den Haken. Oh, es ist echt dunkel hier. Den Haken nicht noch irgendwie auswählen und alles, sondern ich brauche einfach nur. Siehst du, jetzt habe auch ich es kapiert. Das sind Maschinen. Sie haben uns noch nicht gesehen. Ich aber sollte mal scannen. Wie kommt ihr denn hoch? Er hat doch gar keinen Haken. Ich habe diese Maschine schon mal gesehen. Ein Hühler. Den kenne ich nicht. Schauen wir mal, wo seine Schwachstellen sind. Vielleicht sollten wir eine deiner Fallen in seinen Weg legen. Aha. Klar doch.
Ziel markieren, Spur markieren. Aha. Tippe, um eine Sprengfalle auszuwählen. Habe ich schon. Tippe, um einen Freund zu platzieren. Aha. Eieiei. Du brauchst ja Stunden, um das alles zu verstehen. Ja, komm mal. Geh mal weg hier. Hier eine Sprengfalle liegen. Hat nicht funktioniert. Ich habe doch schon eine Sprengfalle ausgewählt. So, und hier sollst du es jetzt ablegen. Keiner da. Das mit der Sprengfalle hat jetzt nicht funktioniert. Geh weg. Völlig uninteressant hier. Ah, da läuft die Zeit oben ab beim Fragezeichen. Jetzt sehe ich's. Und zack. Alles gut. Okay, wir versuchen es nochmal. Wie platziere ich diese Sprengfalle jetzt? Dann halt nicht. Okay. Also, so. Zack, zack. Jetzt nehmen wir alles mit. War auch alles mit. Da, la, 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 la. So, jetzt probieren wir das nochmal mit der Sprengfalle hier. So, ich habe sie ausgewählt. Platziert. Alles klar. Warte. Okay, geh weg da. Geh weg da, Junge. Schön. Alles sicher. Hihi. Gut. Gehen wir weiter. Okay. Also. Das? Kann ich noch alle herstellen? Nicht genug Rohstoffe. Kann ich nicht. Okay. Du kennst viele Ruinen der alten Welt. Schaut aus wie ein alter Sumpf. Sie haben alle ihre Geheimnisse. Aber jeder Ort ist anders. Es ist so dunkel hier teilweise, ne? Wir müssen darauf. Ich hab's kapiert. Können wir denn da hochklettern? Hä? Da war was? Ah, eine Kiste. Boah, die erkennt man gar nicht, ne? Die sind echt so verwildert und verrottet schon, dass man die gar nicht richtig erkennt. So, wie kommen wir jetzt darauf? Da ist eine Leiter. Bringt uns aber nichts. So, suchen wir das mal mit dem hier. Hier ist was. Alte Vorratskiste. Ja. Da ist auch noch was. Hier, guck mal. Da drüben. Ah, es ist ein Baum. Was liegt da denn? Himmelstrauch, was ist denn das? Wir sind die Sammlerin. So, jetzt kommen wir mal da rauf. Na, geht doch. Wow, die Maschine von vorhin ist wohl unterwegs. Hoffentlich.
Hoffentlich kommt sie nicht zu uns. Das hoffe ich jetzt auch mal, weil die war riesig. Ah, er ist auch da. Psst, nicht so laut. Maschine findet uns noch. Okay. Gut. Dann schauen wir da mal rein. Zack. Da draußen zieht ein ganz schöner Sturm auf. Ja. Sie werden stärker. Und häufiger. Also die Stürme und die geplagten Lande, die Flüsse und Seen voller Algen? Das sollst du alles gerade biegen? Ja, aber das geht nur, wenn ich das Backup finde. Ich glaube, wir schlängeln uns zum Rechenzentrum durch. Ja, wir müssen durch das große Gebäude da hinten rechts durch. Da schaut schon auch Rechenzentrum aus ein bisschen. Für die ganzen PCs. Das sind Rechner hier, die da rumstehen. Das war wohl mal ein Büro. Oder ein Kontrollzentrum. Sieh dir das an. Was denn? Wo bist du denn überhaupt? Ich sehe dich gar nicht, wo du bist. Ich komm gleich. Springe. So, das nehmen wir auch mit. Wo ist er denn, der Burschi? Ja, da muss man echt noch aufmerksam sein, dass man diese ganzen Kisten hier findet. Ein bisschen. Ich meine, man könnte es natürlich jetzt auch umstellen in den Optionen, damit man die deutlich erkennt, aber das will ich gar nicht. Das ist, glaube ich, so viel cooler. Was ist denn das? Daten. Du kannst sie mit dem Fokus scannen. Mal sehen. Oh. Die Daten erwähnen Technologie, die Farzenith mit Zero Dawn getauscht hat. Das schaue ich mir später genau an. Aber nichts darüber, woher sie ein Backup haben. Ich halte Ausschau nach mehr Daten. Okay. Notizbuch ansehen. Hallo. Ach, guck mal, das geht. Haben wir das schon gescannt? Okay, Leute. Es ist Zeit, durch die Tür zu gehen. Und die Folge. Wir müssen wohl hochklettern. Und die Folge zu beenden. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Mich aber runter. So. Da unten kamen wir, ja. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, da ist eine Kiste. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoppala. Alles okay? Ja. Ja, ja. Da gehen wir eher nicht lang. Und das heißt jetzt? Hui! Da geht's lang, darauf. Und dann da rüber. Es ist ja auch 1000 Jahre alt. Wollte ich gerade sagen, ist ja auch schon sehr alt. Was erwartest du denn? Es ist so ein Wunder, dass teilweise die Türen und alles noch funktionieren. Sieht aus wie ein Besprechungsraum. Die Tür auf der anderen Seite ist verschlossen. Da beim Tisch ist noch eins von den leuchtenden Dingern. Okay, Leute, dieses leuchtende Ding werden wir nächstes Mal analysieren. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder Vielleicht mit dabei seid. Auf dem Tisch irgendwas. Ja, jetzt schauen wir mal nächstes Mal an. Hier ist sehr dunkel. Vielleicht muss ich noch was an den Einstellungen machen, aber das werden wir sehen. Also, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut und tschüss.